So, Herr Sportfreunde, heute mal ein anderes Thema, und zwar Aktivierung der Faszie mit gleichzeitig Stretching-Anteilen. Nachdem ihr gut aufgewärmt seid, ein paar Kniebeuge und alles solche Geschichten, geht ihr langsam in die Geschichte rein, dass wir, ich zeige es euch von der Seite, uns nach vorne beugen. Wir machen ruhig den Rücken krumm, ja, und federn hier sachte rein. Ja. Kann man einmal nach vorne machen, einmal nach hinten und zur Seite. Oder sich rübertasten bei der ganzen Geschichte. Es ist wichtig, dass ihr sachte angeht und vorbereitet seid. Und ihr könnt dann auch bei der ganzen Sache, wenn ihr reinfüttert, auch anfangen, den Rumpf zu drehen und merkt gleichzeitig, wie hier im Oberrumpf und Latissimus alles gleich mitgedehnt wird. Oder mal nach hinten greifen. Wichtig ist, dass ihr schön über die Faszie arbeitet und quasi diese Eigendynamik, diesen leichten Rebound-Effekt, diesen Katapult-Effekt, den wir haben, mitnutzt. Ist eine hervorragende Übung, um die Faszie zu aktivieren, so als Aufwärmgimmick mit vorm Training, und wir haben gleichzeitig Stretching-Anteile mit dabei. Ja, also nach hinten, ja, nach vorne, den Rumpf dabei rotieren lassen, die Seiten ändern und schön den Rücken dabei rund lassen und nicht mal ein Hohlkreuz machen und mit Spannung einarbeiten, sondern schön die Faszien dehnen. Sportfrei, viel Spaß!